So, liebe Geschwister, es wurde schon angesagt, heute soll Apostel Pöschl zum Bezirksapostel Helfer werden, ernannt werden. Die Erwartungen und die Anforderungen an den Bezirksapostel heute sind immens. Ist wirklich gar nicht einfach und besonders in dieser Welt, die immer komplizierter wird. Wir haben uns vorgenommen, und ich finde das sehr gut, dass wir denn Gottesdiener, die dazu berufen sind, auch Zeit lassen, sich zu entwickeln und genug Zeit haben, sich darauf vorbereiten. Ich will das mal ganz klar sagen. Der Mensch braucht auch seine Zeit, um sich darauf vorzubereiten, um zu lernen, um sich zu entwickeln. Und deshalb soll Apostel Pöschl heute schon als Bezirksapostel ernannt werden, um die Zukunft vorzubereiten, wenn dann, noch nicht morgen, auch nicht übermorgen, aber wenn dann Bezirksapostel Rainer Stock in Ruhe geht, dass er dann die Nachfolge übernehmen wird. Mein lieber Apostel, lass dich ja nicht plagen mit der Frage, warum ich, weil es keine Antwort darauf gibt. Ich suche schon jahrelang eine Antwort und plage mich, habe mich unnötig damit geplagt, es gibt keine Antwort. Wir nehmen es im Glauben auf. Wer Gott liebt, kann es gar nicht ertragen, nicht mit Gott einverstanden zu sein. Das weißt du. Und wenn Gott ruft, dann, auch wenn es was kostet und auch wenn es viel kostet, sagen wir, lieber Gott, wenn du es wirklich so willst, dann mache ich es. Es scheint eine riesengroße Aufgabe zu sein. Mach dir keine Sorge, sie ist groß. Sie ist groß, sie ist heilig, aber mit Gott können wir es machen. Weil er ist treu. Er wird niemals von dir etwas verlangen, das du nicht machen kannst. Du hast jetzt Zeit genug, um mit dem Bezirksapostel zu arbeiten, seinen Arbeitsbereich näher kennenzulernen, zu lernen, schrittweise alle Geschwister zu lieben, wie sie sind. Oh, das ist eine Aufgabe. Nicht einfach, das kostet Mühe, weiß ich aus gemachter Erfahrung. Und die Leute, die Geschwister sind sehr, sehr unterschiedlich. Je nach Region, je nach Land, je nach Alter, je nach gesellschaftliche Gegebenheiten. Und es ist unsere Aufgabe, sie alle zu lieben, aber da kann man nicht einfach auf den Knopf drücken, ach, ich liebe sie jetzt. Das kostet Zeit, Kampf und Mühe. Und deshalb ist es schön, wenn man sich da eintrainieren kann. Du bist nicht allein, ich kenne deine Mitbrüder, ich kenne den Bezirksapostel, den Bezirksapostelhelfer, ich kenne die Apostel. Und ich weiß, sie stehen dahinter, sie werden dir helfen. Also auch da mach dir keine unnötige Sorge. Sei einfach, was du noch immer warst, ein wahrhaftiger Diener Gottes, in aller Demut, im Glauben und der Liebe. Das schaffst du, garantiere ich. Nun bitte ich die Gemeinde, sich zu erheben. Mein lieber Apostel, bist du entschlossen, in Zukunft dem Bezirksapostel Rainer Stock beizustehen, um ihm zu helfen? An Seite vom Bezirksapostelhelfer Miselo und mit einem Apostel. Und mit ihm die Leitung des Bezirks zu übernehmen und ihn zu unterstützen. Bist du bereit, so zu handeln, im Glaube, in der Liebe und in der Treue, im Einsein mit dem Stammapostel, mit den Aposteln, dann bestätige es vor Gott und vor der Gemeinde mit einem Ja-Wort. Ja. Allmächtiger Gott, du hast das Ja-Wort deines Apostels und deines Knechten gehört. Amen. So, mein lieber Apostel, hiermit ernenne ich dich zum Helfer von Bezirksapostel Rainer Stork, um ihm beizustehen in seiner Arbeit und heiße dich auch herzlich willkommen im Kreis der Bezirksapostel und ihren Helfer, im Kreise der Bezirksapostelversammlung. Du wirst sehen, es gibt nicht nur Arbeit, es gibt auch viel, viel Freude. Und gemeinsam machen wir das. Und wir machen es gut. Mach dir keine Sorge. Ich wünsche dir alles, alles Gute, mein Lieber. Vielen Dank. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Ich wünsche von hier aus allen wirklich noch zwei gesegnete Adventswochen und ein ganz gesegnetes Weihnachtsfest. Wirklich in der Freude und dem Frieden unseres Heilands. Dass man das mal wirklich so wieder genießen kann. Der Friede der Devisen. Mein Heiland lebt. Kommt gut nach Hause.